Auf der Autobahn A61 kam es heute gegen 11.11 Uhr zwischen Wehr und Mendig zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit in eine Baustelle. Der Fahrer des Pkws prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Betonleitwand. Dabei überschlug sich das Auto mehrfach, kollidierte mit einem Lkw und geriet schließlich gegen die Mittelschutzplanke, wo dieses zum Erliegen kam. Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Neben dem am Unfall beteiligten Fahrzeugen wurde ein zusätzlicher Wagen durch umherfliegende Bauteile beschädigt. Die A61 musste bis 23:45 beidseitig gesperrt werden. Dadurch bildete sich ein Rückstau bis Niederzissen. Die Polizei sowie das DRK war mit mehreren Personen im Einsatz.